Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Lost Odyssey. Hier ist Jensen. Hallo. Ist er nicht ein hübscher Knabe? Wir sind hier, wo sind wir denn nochmal? Genau, brennende Höhle, Pfad des Dampfes. Hier sind ganz viele natürliche Geysire. In manchen Geysiren, aua, ist wohl auch etwas versteckt. Und ich hoffe, bisher haben wir alles eingesammelt. Ansonsten haben wir ja auch noch, wow, sinnvoll, das Auktionshaus, wo man verlorene Sachen oder vergessene Sachen nochmal wiederholen kann. Schreit doch nicht so rum hier. So, Fähigkeit. Wir machen das diesmal so. Wir knallen direkt mit Vassera auf den Hintergrund. Sie dann mit der Kompositmagie auf die Vögel. Zauberunterstützung auf Ming. Und was machst du? Weiß ich noch nicht, was du machst. Könnten einfach angreifen. Ja, machen wir das so. Schon wieder auf die Kleine, ne? Furchtbar. Bitte was? Geht's euch doch gut? Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Was seid ihr denn für Vögel? Alter Schwede. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Aber es hat mir den Hintern gerettet. Wahrscheinlich... Ich guck gleich mal, was genau es war. Aber gut, das, ja, Zauber, Schwarzmagie, nicht Feuer, Wasser. Du bist der Letzte hier, ne? Und das Letzte bist du auch. Und falls das nicht ausreicht, noch ein hinterher. Wenn ich jetzt... Ich könnte mit Gegenständen heilen. Ich nehme mal einen Tank, einmal für Jensen. Da sind wir hoffentlich auf der sicheren Seite. Kug muss sich ja ausruhen. Ah, nein. Verdammt. Ich muss wohl noch viel lernen. Ja, das kann man nicht voraussehen, ne? Wer dann zuerst angegriffen wird, leider. So, Ming. Verteidigungsverstärkung 1. Alles klar. Eieieiei. war das Ausrüstung? Ja. Dann sind wir hier auch erstmal... Ah, nee, da ist noch was. Steigert die Kraft physischer Angriffe. Ja, na gut. Wenn es denn sein muss. Ja, das lief jetzt ein bisschen doof, ne? So, wer hat denn hier die meisten MP? Jensen. Dann machen wir einmal den hier. Ja, nur die kleinen Heilungsdinger. Da muss ich vielleicht nochmal was umstellen. Warte mal. Ausrüstung. Geistmagie Stufe 5, Statusanalyse. Ich nehme mal das rein. Geistmagie Was hat die denn gerade beschützt? Ich bin mir nicht sicher. Aber gut. Egal. Dann heilen wir halt mit jemand anderen. So, und zwar... Mit. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich weiß gar nicht, warum so richtig. Okay.
Du kriegst das auf jeden Fall einmal reingedrückt. Und der Rest hier, obwohl hier kann ich nochmal Heiler reindrücken. So. Machen wir es so. Alles klar. Eieieiei. Aufregend hier. Diese kleinen Ecken, die nichts bewirken, ne? Zumindest erstmal nicht. So, schnell rüber. Dann würde ich gerne einmal aber hier hochgehen. Nicht, dass ich was verpasst habe. Hier gleich zwei Geysire. Ah, siehst du, da ist nämlich noch was drin. Stell dich nicht rein. Lauf, Alter. Fürs Allheilmittel hat es sich doch gelohnt. Ja, das muss ich anders timen. Hier ist auch was drin. Wow. Ah, da war ja noch... Oh. Warte. So müsste es gleich gehen, oder? Hoffe ich. So, jetzt schnell nehmen. Und laufen. So. cool. Dead End. Ja. So ist das. Okay, weiter geht's. Auf in den nächsten Abschnitt. Die Wasserspiegelung ist ein bisschen komisch, finde ich hier. Das sieht so unnatürlich aus. So, Pfad der Dunkelheit. Bäh. Okay. Wir rutschen hier auf jeden Fall auch runter. Hier geht es mit der Wasserspiegelung. Hier finde ich es nicht so schlimm. Ich meine, das ist cool aufgebaut hier, aber würde ich nur auf die Karte gucken, würde ich, glaube ich, durchdrehen. Also zu sehr auf die Karte achten. Das meine ich damit. Okay, da geht's so nicht hoch. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen vielleicht. So, dann gehen wir einmal hier hoch, links und dann... das ist ja eine Rutschpartie hier. Das sieht cool aus. Hallo. Was soll der Rauch hier überall? Er beißt in den Augen. Ich krieg kaum Luft. Vielleicht ist der Rauch Giftgas. Oh nö. Oh nö. Kann ich den... Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Frage ist, kann man das Giftgas irgendwo ausschalten vorher, dass ich dann an die Kiste kann oder eher nicht? Oder muss man einfach Augen zu und durch und heilen? Ja. Oh ja! Und los geht's! Aha. Also ich werde erstmal so versuchen, ob ich irgendwo einen Mechanismus finde, der das ausschaltet. Hier werden wir mit Luft arbeiten. Wir haben alle recht wenig Lebenspunkte. Ich traue dem aber nicht so ganz. Luft. Einfach mal gucken erstmal, ne? Du hast nur Geistmagie. Okay, upsala. Nee, so wollte ich das nicht. Vielleicht sind die ja sehr magieresistent oder so. Das gilt es jetzt herauszufinden. Wir sind auch alle erst in der nächsten Runde dran. Die bereiten irgendeinen Zauber vor anscheinend. Ja, das geht mit Luft tatsächlich sehr gut. Die klappern so, ne? Gut, cool, das nächste Mal versuche ich da dann einfach mal mit all Luft zu arbeiten.
So, hier auch zur Sicherheit gibt es hier auch nochmal einen Luftzauber. Der Rest haut drauf. Ah, es war nicht E. Schade. Erdeus, ja super. Aua. Es tat weh. Oh. Süß. Ah, das bei Jensen tat weh. Ich muss wohl noch viel lernen. Wow, wow. Schild. Jensen hat schwarzer Stab erlernt. Okay. What's this? Fähigkeit. Schwarzer Stab. Ermöglicht allen Stabbenutzern, Jensens einzigartige Stäbe auszurüsten. Was für einzig... Also, ich... Mir fällt ein einzigartiger Stab ein, aber das ist... Was? Meint ihr diese Dinger hier? Das würde mir vielleicht in den Sinn kommen. Weil manche Sachen teilen die sich ja sowieso, wie hier Heiliges Zepter und... Oh. Ah, oh, ich habe vergessen, was anzulegen beim letzten Einkauf. Hoppala. Das hätte ich vielleicht mal tun können, ne? Dann läuft das hier vielleicht auch etwas besser. Ja gut, habe ich jetzt nachgeholt. Hat bestimmt jemand in die Kommentare geschrieben, wette ich. Ich habe es nachgeholt. Heilung einmal bitte. Hier einmal für Jensen was Dickes. Und einmal so. Oder zweimal? Zweimal. Das sollte so erstmal reichen. Geht's da runter? Das sah so aus, ne? Es sieht so aus, ist aber nicht so. So, hier kann man oben... Ne? Ich hab ein bisschen Schiss, es zu versuchen. Ich bin am Hadern. Es gibt bestimmt einen Mechanismus hier, der das Gift ausschaltet. Da bin ich mir zu 80% sicher. Deswegen gehe ich erstmal weiter. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber man kann es ja auch vorher nicht wissen, ne? Wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat. Ui, Diamantgeistband? Ne, sie lernt hier noch was. Was macht das denn? Geistmagie Stufe 6. Das ist natürlich sehr nice. Was haben denn die anderen angelegt? Sie hat das angelegt. Schwarz-Weiß Stufe 4. Geistmagie Stufe 5. Ich könnte es ihm anlegen, aber alles, was die Unsterblichen noch nicht gelernt haben, lasse ich erstmal unausgerüstet. Waffenschutz. Okidoki. Ich werde mal einfach weiter und hoffen, dass ich irgendwo das Gift abdrehen kann. So, Giftnebelfahrt. Ja, das klingt ja schon mal gut. Ich will hier raus. Es wird immer heißer und es ist immer mehr von dem schleimigen Zeug auf dem Boden. Und da ist dieser Geruch nach Giftgas. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Also hier auf jeden Fall nicht. Hier auf der rechten Seite. Wir müssen jetzt erstmal links lang. Hui! Da kommt das Gift raus. Hier schlitter ich direkt ins Gift rein. Das wollen wir nicht. Los geht's!
Let's go! Spinnchen! Was haben wir denn hier? Herakles. Cool. Kein Element, aber gepanzert. Okay, und da haben wir eine Seemöwe. Okay. Und kein, aber nicht hinter einem Schutzzustand versteckt. Das ist gut. Dann werde ich wohl erstmal schön hinten drauf ballern. Auf die Feuerseemöwe. Und dann, ja, weiß ich nicht. Wie wäre es mit Spiel? Hier, auf Herakles. Wieso kannst du keine Geistmagie? Habe ich irgendwie... irgendwie was, ja. Nicht beachtet. So wird der Satz beendet. Was könnte ich da denn machen, um die Panzerung vielleicht zu durchbrechen? Nicht viel wahrscheinlich, ne? Ich versuche es einfach mal hier mit Erde. Und du könntest auch mal Spiel machen. So. 900, das geht aber klar. Sehr gut. Oh. Oh. Das sind Schlafspinnen. Nicht so gut. Nicht so gut. Ja gut, dann, machen wir mal so weiter. Schwarzmagie. So. Hoffe, dass sie gleich auch einfach wieder aufwachen. Von alleine am besten. Ja, aber einmal Erdzauber oder generell Zauber reicht leider nicht. Ey, wenn die gleich alle pennen, ne, dann raste ich aus. Aha, bist du doof. Okay. Da, ne, Communication is the key, würde ich mal sagen. Weiße Magie. Da kannst du leider nicht sehr viel. Gut, dann werden wir mal... was werden wir denn mal? Irgendetwas, das aufweckt, wäre ganz gut. Außer Allheilmittel. Minzpulver. Nehmen wir Minzpulver. Ich würde sagen, die sind klein, aber oho. Aber oho, oho sind die. Oho, oho. Gegenstand. Nochmal Minzpulver auf Kug. Zauber. Du konntest noch... Nee, Kug konnte schon wiederbeleben. Ohne Hilfsmittel. Ohne Gegenstände. Ach ja. Ich glaube, davon muss ich was nachkaufen. Ja, damit kann ich leben. Ja, das können wir beibehalten. Diese kleinen Spinnen, die machen mir das Leben gerade echt schwer. Wow. Ich hoffe, dass das reicht. Sollte aber. Lüg doch nicht, Max. Na, fast. Das war anstrengender, als es am Anfang aussah. So. Feierkristall. Okay. Cool. Schwarz-Weiß Stufe 5, alles klar. Wenn ich da runterrutsche, dann... bin ich mitten in der Gifthölle. Heilige Scheiße. Aber wirklich.
So, MP werden langsam niedrig bei denen. Aber ich kann ja sortieren, ne? So, einmal so. Ah. Ich würde sagen, ich brauche dann erstmal das Mana-Kraut auf. So. Einfach weil Mana-Kapseln viel, viel geiler sind. Aber ich glaube, das reicht erstmal so. Ja, sieht gut aus. Ach ja, Ming hatte was gelernt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich sehe es gerade nur nicht. Ah da, nee. Hat sie noch nicht fertig gelernt. Das war vom Accessoire. Okay. Ausrüstung. Hier. Schwarz-Weiß Magie Stufe 5. Jetzt können wir Geist Magie Stufe 6 hier bei ihr lernen. Sehr schön. Dann können wir das hier auch mal auswechseln. Wo ist es denn? Hier. Schwarz-Weiß Stufe 5. Yeah. Alles klar. Weitermachen. Dadurch ist... ja. Schwierig, ne? Wobei, man könnte ja mal kurz durchrennen. Um hier dann einfach nichts zu entdecken. Ernsthaft? Okay. Ich bin drauf... Ah, guck mal, der Stein! Ja! Ich wollte gerade sagen, ich bin drauf und dran, doch nochmal zurück zu dieser Kiste zu gehen. Und einfach durch das Gift zu rennen, weil mich das so stört, dass ich diese Kiste nicht habe. Aber never mind. Ich denke, wir haben das jetzt gestoppt. Also kann ich hier runtersausen. Oh, nice. Cool. Aber hier komme ich nicht, oder? Doch, da komme ich hoch. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Und dann kümmern wir uns um die Kiste. Ja. Müsste ja jetzt funktionieren. Hier ist alles auch scheinbar weniger grün. Weil das da unten sieht noch aus wie vorher, glaube ich. Dann ist das Einbildung. Ich bin der Größte. Diese Leguan-Kloppis, ne? Ich weiß nicht, warum die so gerne kleine Mädchen verprügeln. Das ist furchtbar. Richtig furchtbar ist das. Okay. Hallo. Bitte einmal. 184 hat sie noch. Ja gut, dann muss das wohl einmal. Hier, Heiler. Und das einmal auf alle. So. Ming hat was gelernt. Genau. Ich war über Ausrüstung. Upsala. Ja gut, was nehmen wir denn? Dann nehmen wir einfach das Amulett, ne? Ja, machen wir mal. Im Moment hat sie nichts. Na toll. Ich gehe jetzt einfach durch. Krafter! Da ist noch was in der Ecke frei. Ich weiß, da ging es doch kurz nach links und ich überlege, da nochmal hinzugehen. Ich bin etwas unsicher. Ob sich da wirklich. Wenn ich jetzt die Kamera richtig drehen könnte, anstatt nur hin und her schwenken. Das wäre was. Ich probiere es einmal. Einmal rennen. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Ja, hier ist was! Ha, hier ist eine Höhle. Oh nein! Oh, Tolten. Einmal Tolten, bitte. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ach, krass.
Meine Intuition war goldrichtig. Cool. Wir müssen wohl kämpfen. Das müssen wir wohl. Was war das nochmal? Element Erde, also mit Luft, ne? Genau. Hier wollten wir ja all Lufter machen, ne? Nee, nicht Lufter, einfach nur Luft. All Luft. Hier, all Luft. Das müsste ja ausreichen. Das einmal auf Ming, wie immer. Und hier einmal angreifen, bla bla bla. Hier wäre nicht mal eine Zauberunterstützung eigentlich nötig, aber so kommt sie diese Runde auf jeden Fall noch dran. Aber weiß ich für nächstes Mal auf jeden Fall Bescheid. Ich muss wohl noch viel lernen. Klimper, klimper, klimper. Okay, das gibt auf jeden Fall ordentlich Stufenaufstieg. Dankeschön. So, Ming, Kuk und Max. Okay, weißer Stab hat sie. Ach, das ist wie der schwarze Stab bei Jensen, hä? Anscheinend. Und voila! Voila! Voila Krise! Ihr Kuk. Weißer Stab. Genau, ermöglicht allen Stabbenutzern Kuks einzigartige Stäbe auszurüsten. Und Max, voila. Voila, erhöht Schutzzustand der vorderen Reihe. Nice. Sehr gut, sehr gut. Ming hatte auch was gelernt. Dann verknüpfen wir mal neu, ne? Hilfe. Genau, schwarze Magie 6. Können hier schwarzer Stab oder weißer Stab machen. Ne, bei Kuk ist ja noch mehr. Hier, weiße Magie, Stufe 6. Nehmen wir das als erstes. Das erachte ich für sinnvoll. Bin schon wieder hier rausgegangen. Ne, das kann so bleiben. Bei Komposit Stufe 2, ist das so richtig? Kann ich da nicht noch mehr machen? Ne, Stufe 2 ist das höchste, was ich gerade habe. Okay. Dann halt nicht. Ja, das weißt du auf jeden Fall Bescheid. So. Das müssen wir nochmal heilen. Also man muss hier echt schnell durchjumpen. Sonst geht das böse aus. Ja. Dann können wir jetzt weiter. Ich habe echt damit gerechnet, dass hier das Gift dann auch weg ist. Was habe ich denn gerade aus der Kiste geholt? Ich habe es voll vergessen. Kraftus war das, glaube ich, ne? Ne, Krafta haben wir rausgeholt. Das hat so viele Lücken bei der Geistmagie sind. Das stört mich ungemein. So, dann gehen wir noch einmal in den nächsten Abschnitt und dann müssen wir auch langsam die Folge beenden, ne? Ach, Mann. Mann. Und ich brauche langsam einen nächsten Speicherpunkt. Ganz langsam. So, das Gift hatten wir hier abgeschaltet. Das heißt, wir können hier in aller Ruhe unten lang gehen. Ich bin der Größte! Also fast in aller Ruhe. Max hat hier leider Pech gehabt. Ich war drauf und dran, ihn zu heilen, aber der Gegner war eher dran. Ach ja. Immer wieder dasselbe, ne? So, einmal hier. Und am besten nochmal. So. Und so langsam braucht sie eine Kapsel. So, Ming, ne? Ja, da. Genau. So. Von der einen Seite waren wir gerade hergekommen, oder? Warte mal. Bin zwar hier runtergerutscht, aber nicht hier lang. Ach doch. Alles gut. Oh, ich sehe gerade.
Stimmt. Zeit. Zeit im Auge behalten. Das wäre sinnvoll. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge direkt hier weiter. Und vielleicht kommen wir dann auch schon durch die Höhle durch. Mal gucken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. ja, vielen Dank auch an meine Kanalmitglieder für die finanzielle Unterstützung. Vor allem Negoya und Maixen. Vielen lieben Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.